Musik mal zum Träumen, mal zum Tanzen. Klangfahrer, das sind vier gestandene Profimusiker aus der Region, die alle ihre Lieder selbst schreiben. Bernd Kistemann, Kontrabass. Thomas Bernd, Keyboard. Johannes Flamm, Saxophon, Klarinette. Und Gerd Breuer, Drums and Percussion. Gründer der Band ist Gerd Breuer. Der Schlagzeuger aus Alsdorf ist schon seit 40 Jahren in der deutschen und internationalen Jazzszene unterwegs. Und das, obwohl er als Jugendlicher mit Jazz erst gar nicht so viel anfangen konnte. Das änderte sich aber, als er die sogenannte Fusion-Musik entdeckte. Zum Beispiel Herbie Hancock, Pat Metheny, Oregon war eine super Band, Weather Report, von unfassbar gut. Das war so Ende 70er, Mitte 70er, da habe ich angefangen, diese Musik zu hören. Als Live-Musiker war Gerd Breuer mit Stars wie Charlie Mariano fast auf der ganzen Welt auf Tournee, spielte auch schon mehrmals beim berühmten Jazzfestival in Montreux. Ja, ich habe lange Zeit auch mit Bill Ramsey zusammengespielt, das war auch immer lustig. Früher hatte man die Möglichkeit, da kamen viele Amis hier rüber, haben Jazz gespielt und die haben zum Teil ihre Rhythmusgruppen nicht mitgebracht. Und dann hatte man als Schlagzeuger schon mal das Glück oder als Bassist und konnte diese Leute begleiten. Das ist heute natürlich undenkbar, weil die Amis werden nur noch für große Festivals gefragt, weil die sind zu teuer und man muss Ausländersteuer zahlen und all sowas. Und dadurch gibt es das nicht mehr, diese Möglichkeit. Seine eigene Band Klangfahrer gibt es jetzt seit 12 Jahren. Eine Band, die Musik mit internationalem Sound macht, aber trotzdem außerhalb Nordrhein-Westfalens noch immer kaum bekannt ist. Die Konkurrenz ist einfach sehr groß und der Markt ist gleichzeitig sehr klein. Wenn man mit einem Produkt auf den Markt kommt, so wie wir jetzt mit unserer dritten CD, muss man an sich das Durchschnittsalter 25 haben, damit die Band in Zeitschriften und vom Goethe-Institut beispielsweise oder von anderen Institutionen promotet und vermarktet werden kann. Also alles, was darüber ist, muss man sich erspielen. Und das tun die Klangfahrer bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Um sich den Traum von den großen Jazzfestivals Europas eines Tages doch noch erfüllen zu können.